Nein, das sind keine neuen Informationen zum iPhone. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Plagiat aus China, wo aber mit ein paar netten Feature-Punkten kann. Unter anderem läuft auf dem M8 vom Eizu Windows CE, im Inneren schlägt ein 667 MHz Prozessor und das Display hat eine Auflösung von 720x480 Pixel. Genau wie das Original unterstützt aber auch das Handy kein UMTS. Soll Ende Jahr für 380 Franken mit 4 GB oder 460 Franken mit 8 GB Speicher erscheinen. Dank Touchscreen und Mikrofon ist der Nintendo DS für ungewöhnliche Störprinzip bekannt. Jetzt kommt noch eine neue Variante dazu. Slide Adventure Mac Kit wird nämlich mit dem Zusatzgerät wie mit einer Maus gesteuert. Der Slide-Controller passt in Game-Kartenschacht und wird zusammen mit dem DS auf einer glatten Unterlage zur Steuerung vom Spielcharakter verschoben. Surefire Beast 2 kostet über 800 Franken. Die LED- und HID-Kombitaschenlampe läuft im LED-Modus mit angenehmen 12 Lumen für etwa 20 Stunden. Im HID-Betrieb kommt dann aber das Beast zum Vorschein. Mit 2000 Lumen, ca. 130 Mal so hell wie eine herkömmliche Lampe, erhält sie auch die tiefste Nacht zum Tag. Ganze 1,5 Stunden heben 20 Batterien in diesem Modus. Und wieder einmal eine Studie, die trotz dem interessanten Konzept wahrscheinlich nicht auf dem Markt wird erscheinen. Der auf den ersten Blick recht herkömmliche MP3-Player lässt sich ohne Probleme in ein CD-Abspiel- und RIP-Gerät umfunktionieren. Hoffen darf man ja immer. Massenversand von SMS. Von überall her, überall hin, überall ein Erfolg.